Herzlich willkommen zu einem weiteren Video in Wabi Profi 3. In diesem Video werden wir uns Einzelremissionen ansehen. Was ist eine Einzelremission? Eine Remission generell ist das Zurücksenden von Ware an den Lieferanten. Eine Einzelremission, und vielleicht haben Sie in diesem Zuge auch das Video der Mehrfachremission bereits gesehen, unterscheidet sich ganz einfach darin, dass Sie bei einer Einzelremission einzeln, wie der Name schon sagt, entscheiden müssen, welchen Artikel Sie zum Lieferanten zurückschicken müssen. Im Gegensatz zu einer Mehrfachremission haben Sie die Möglichkeit, Artikel eines Lieferanten, der in der Liste angezeigt wird, zurückzusenden. Nochmal kurz zur Erinnerung, vielleicht haben Sie es ja schon gesehen, dass Sie sagen, ich will alle Artikel meines Hauslieferants nun zurückschicken. Das ist also möglich, das ist die Mehrfachremission. Das heißt, wenn Sie lauter Artikel eines Lieferanten hier drin haben. Okay, wir wollen aber die Mehrfachremission durchführen. Über die Toolbox erreichen wir Remissionen. Remissionen sind natürlich nur dann möglich, wenn auch ein Artikelbestand vorhanden ist. Denn für einen Artikel, bei dem Sie keinen Bestand vorweisen können, weil Sie einfach nichts mehr haben, macht es ja auch keinen Sinn, dass Ihnen hier die Remission angezeigt wird. So, machen wir ein paar Beispiele. Ich gehe auf unseren ersten Artikel, Testartikel. Da haben wir 16 Stück da. In der Gegenüberstellung sehen wir das auch sehr schön, dass wir hier zwei Wareneingänge hatten von 14 Stück und von 2 Stück. Somit haben wir 16 Stück da, Soll- und Ist-Bestand 16 Stück, passt. Nun sagen wir, wir wollen den Artikel zurückschicken. Und zwar an den Lieferant, der uns in dem Fall total egal ist bei einer Einzelremission. Wir bestätigen die Abfrage und wählen einen Grund aus. Sie können, wenn Sie, das wissen Sie wahrscheinlich schon, den Button mit den drei Pünktchen, hier können Sie immer Definitionen hinterlegen. Dass ich sage hier, Touren, Kommission und sonstiges. Ist doch wurscht. Ich sage sichern. So, und diese von Ihnen definierten Möglichkeiten stehen dann immer an dieser Stelle zur Verfügung. Wenn Sie sagen, ist noch nichts drin, was passt, dann können Sie natürlich hier unten auch einen freien Grund eintragen. Der Grund ist übrigens verpflichtend, das heißt, der muss eingegeben werden. Warum muss der Grund eingegeben werden? Ganz einfach, damit Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder wissen, warum Sie das überhaupt getan haben. Und des Weiteren ist es ja total easy, wenn Sie Ihre benötigten Informationen in der Definitionstabelle hinterlegen, ist es ja innerhalb von Sekunden ausgewählt, dass Sie sagen, ich brauche das. Zack, hier, das will ich haben. Oder ich will irgendwas anderes haben. Okay, bei einer Einzelremission könnten Sie, wenn Sie Rechnungen erfasst hätten, in unserem Beispiel für unseren Hauslieferant, diese nun auswählen. Sie könnten sagen, dieser Artikel war bei der Rechnungsnummer 456 dabei vom Hauslieferant. Wenn Sie die Rechnungen, die Eingangsrechnungen bei den Ausgaben nicht angelegt haben, haben Sie hier die Möglichkeit, auch manuell etwas einzugeben. Ja, dass Sie sagen, Rechnungsnummer 1, 2, 3. So, zu guter Letzt müssen Sie entscheiden, wie viel Sie zurückschicken wollen, also das heißt die Remissionsmenge, ein Stück, den kompletten Bestand für diesen Artikel oder eine manuelle Menge. Ich sage jetzt mal, 6 Stück will ich zurückschicken und sage auf Übernehmen. Nun, wenn wir uns die Gegenüberstellung ansehen, sollte eigentlich der Eingangsbestand sich nicht verändert haben, korrekt. Die Remissionsmenge steht hier nun bei 6, auch korrekt. Der Soll- und Ist-Bestand hat sich natürlich um die Retourenmenge reduziert, das heißt, wir haben 10 Stück da. Das ist auch genau das, was hier im Artikelbestand steht. Gehen wir auf unseren Musterartikel 2, sagt, den will ich auch zurückschicken. Ich wähle einen Grund aus, sage sonstiges, ich sage jetzt hier der komplette Bestand und sage übernehmen. Dann gehe ich auf diesen Artikel. Also ich mache das jetzt ganz wahllos. Ich sage hier, da wähle ich mal bewusst 9 Stück aus. Und beachten Sie mal, dass wir eigentlich nur 4 Stück im Bestand haben. Dann sagt Wabi Profi 3, geht nicht, denn du willst 9 zurückschicken, Benutzer, aber du hast nur 4 da, also schmarren hier. Ne? Also können Sie erneut hier auf Remission gehen und können dort den richtigen Bestand eingeben. Oder Sie wählen einfach, wenn Sie alles zurückschicken wollen, kompletter Bestand, dann schaut er von selber nach. Wenn Sie mit dem Deklarieren oder mit den Retouren erstellen fertig sind, das heißt, jetzt sagen Sie, okay, jetzt habe ich alles hier vor mir liegen, dann packen Sie es einfach zusammen und können hier über Anwendungen Artikel auf Remissionen klicken. Bei den Remissionen bekommen Sie nun angezeigt, was Sie bereits erstellt haben, und zwar für Ihre einzelnen Lieferanten.
Bei einer Einzelremission ist es so, dass Wabi Profi 3 sagt, okay, hier habe ich eine Einzelremission und diese Remission ist natürlich noch nicht abgeschlossen. Deswegen steht auch überall hier vorne eine 0, das heißt eine ID 0. Damit wissen Sie, okay, das waren lauter Einzelremissionen. Wenn Sie das Ganze versenden und ausgedruckt haben, wo Sie jederzeit die Möglichkeit natürlich dazu haben, dass Sie sagen, ich will jetzt hier für diese Remission, für diesen Lieferanten den Begleitzettel, also den Warenbegleitschein schicken. Oder wo haben wir hier irgendwo mehr? Ja, bei dem haben wir zwei Stück drin. Ne? Ich schaue mir das an, dann zeigt er Ihnen natürlich diese zwei Artikel auf. Auch kann natürlich im Gegenzug oder zu einer Mehrfachremission kann natürlich auch der Retourengrund pro Artikel abweichen. Hier könnten Sie sagen, der Artikel ist defekt, hier könnten Sie sagen, der Artikel war auf Kommission und so weiter und so fort. Bei einer Mehrfachremission haben Sie die Möglichkeit, mehrere Artikel in einem Schwung an den Lieferanten zurückzuschicken und eine Mehrfachremission erfährt nach dem Erstellen, dass Sie sagen, okay, ich bin jetzt fertig, sofort den Status, ich bin erledigt. Das heißt, bei einer Mehrfachremission haben Sie keine Möglichkeit mehr, einen Artikel hinzuzufügen. Wohingegen bei einer Einzelremission Sie die Möglichkeit haben, solange für einen Hersteller, zum Beispiel für den Hauslieferant, hier Artikel hinzuzufügen. Das machen wir kurz. Wir sehen, dass wir hier den Testartikel 1 und den Musterartikel 2 drin haben. Ich glaube, dieser Hauslieferant müsste auch den Musterartikel 3 haben. Ja, genau. Dann sage ich mal, ich will hier noch den hinzufügen. Als Grund, das war eine Kommission, da sage ich manuelle Menge 2 Stück und sage nun übernehmen. Wenn wir jetzt uns die Remissionen erneut ansehen, sollten wir nun bei dem Hauslieferant, genau, und dann muss der Artikel 3 mit 2 Stück als Remissionsmenge haben und der Grund ist die Kommission, ja, und wird hier dementsprechend auch aufgelistet. Den könnte ich mir jetzt ausdrucken. Um eine Remission abzuschließen, das zeige ich Ihnen dann aber in einem anderen Video, haben Sie die Möglichkeit, hier Versanddatum hinzuzufügen. Denn bei einer Einzelremission oder bei einer Remission generell weiß ja Wabi Profi 3 nicht, ja, wann sind Sie denn fertig? Sie können ja heute die Entscheidung treffen, dass Sie sagen, das will ich zurückschicken. Das heißt, der Wille, ja, ist schon mal da. Dann deklarieren Sie Ihre Artikel und stellen es am Boden und machen es aber dann erst am nächste Woche, wenn vielleicht Samstag ist heute. Okay, oder Sie machen es erst übermorgen, weil Sie keinen passenden Karton haben. Wie auch immer. Das heißt, Wabi Profi 3 weiß natürlich nicht, wann Sie eine Aufgabe erledigen. Deswegen müssen Sie, wenn Sie eine Remission erstellt haben, sagen, ich habe jetzt die Remission fertig erstellt und ich versende sie heute. Sobald Sie ein Versanddatum hinzugefügt haben, haben wir hier eine ID, die größer als 0 ist und wir haben dann hier dementsprechend das Versanddatum stehen. Ja, das war's mit den Einzelremissionen.